So, da sind wir wieder bei Mystery of the Unicorn Castle 1. Und wir müssen hier noch einen, ne, wir müssen noch drei Gegenstände finden, die hier unterschiedlich sind. Mal kurz die Bücher hier angucken. Die Kerzen. Die Möbel. Globus ist normal, der Strich ist auch normal, das Buch ist auch noch normal. Das ist hier auch noch normal. Du nicht. Der Schrank ist auch noch normal. Noch normal. Die Bücher hier oben sind auch normal. Hier ist auch. Haben wir noch eine Zweifel gehabt? Jetzt fehlt noch ein Gegenstand. Noch normal. Ja, das ist auch noch normal. Ich glaube, sowas wie ein Tipp gibt es hier gar nicht, ja? Okay, die Lupe ist der Tipp. Wir hatten recht hier, Wilkins. Hier ist das Versteck, aber ich verstehe nicht, warum so viele kleine Unterschiede zwischen diesen beiden angeblich identischen Teilen der Bücherei gemacht wurden, wenn nur ein Element der Hebel war. Nun, vielleicht geschah dies mit Absicht, die Geheimnisse des Schlosses vor Nichtgeweihten zu verbergen. Sie haben wahrscheinlich recht, was befindet sich nur im Buch? Laut der Ahnentafel begann die Morian-Familiengeschichte mit der Vernichtung des Schlosses Fionn. Im Kinderzimmer fiel mir ein Gemälde auf, das den Angriff auf dieses Schloss veranschaulicht. Vielleicht können wir dort einen Hinweis finden, oder vielleicht befand sieht das Quell auch im Korridor. Es ist gar nicht so einfach, sich alles richtig zu merken. Bin gespannt darauf, das Gemälde zu sehen. Lassen Sie uns ins Kinderzimmer und im Korridor suchen. Also jetzt haben wir jetzt zwei Bereiche eröffnet. Einmal Kinderzimmer, einmal Korridor. Ich mache erstmal den Korridor. Wow, dieser Korridor ist aber überhäuft. Ich muss ihn aufräumen, bevor ich nach dem Gemälde suchen kann. What the? Alter, hallo Tittenbonus auf Twitch. Auf YouTube. Hier. Alter. So kann man seinen Flur auch vollmüllen. Ich meine, es ist nur eine Statue. Hallo? Aber man hat es hier ein bisschen schwieriger, die Sachen zu sehen. Manche Gegenstände kann man hier nicht wirklich erkennen. Das sieht für mich aus wie eine Mütze oder sowas. Zum Beispiel den Stiefel habe ich gefunden.
Super aufgeräumt. Dieses Zimmer muss einem sehr verspielten Kind gehört haben. Es wird nicht einfach sein, irgendetwas zu finden. Ja, besonders was das Kind mit einer zerstörten Statue anfangen. Hallo, das ist eine Statuette. Oh Mann. Oh, wieso konnte ich es jetzt aufmachen, wenn ich eh nichts nehmen konnte? Komisch. Musikinstrument. Buch. Schachfigur. Bär. Wandteppich. Dass man immer alles hier aufräumen muss. Was will das Kind bitte schon mit einem Zirkel oder mit einem Buddha? Noch ein Gewehr. Ist das hier ein Gewehr? Ja, Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug. Spielzeug. Kompass. Ist. So in der Kessel, das ist wahrscheinlich der hier wieder. Dass man hier mal alles aufräumen muss. Ich meine, das ist das Typische für ein Wimmelbildspiel, dass man immer die Sachen aufräumen muss, der Leute. Da haben wir schon wieder Zahnrätsel von 1894 oder so. Die Schachfigur wird gar nicht mehr gesucht. Okay. Ausgestopfte Ziege. Ja, gut. Und ein Hut. Komisch, diese beiden Gemälde sehen gleich aus. Ich zeige sie lieber einmal dem Professor. Einer der Gemälde muss ein Duplikat sein. Wir brauchen das Original. Lass uns die beiden Gemälde vergleichen. Es muss Unterschiede geben. Noch schon wieder sowas. Okay. Okay, einmal das, 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 das. 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 Der ganze Typ hier. Typ, der da gerade runterfällt. Der hier dasteht. Der hier dasteht.
Axt hier. Was ist jetzt hier noch der einzigste Unterschied? Finde ich immer genial, wenn du alle Unterschiede gefunden hast, bis auf einen, suchst du den einen einzigen Unterschied und der ist. Da kannst du jetzt wieder dauern, bis man es wieder findet. Toll, wir haben das Original erkannt. Jetzt kommt die eigentlich interessante Aufgabe. Wir sollten feststellen, welche Elemente von den Restauranten gemalt wurde und das Originalgemälde aufdecken. Ich würde mich nicht wundern, wenn diese Krieger nicht erst sehr viel später gemalt worden wären. Krieger. Du. Du. Okay, der wurde gemalt, okay. Du. Du. Ihr hier. Du da. Oh, ein einziger kleiner. Oh, der liegt da, oder? Ja. Wie Sie sehen, sah dieses Gemälde vor Jahren einmal anders aus. Ein Einhorn, das ein Mädchen aus einem brennenden Schloss trug. Was für ein seltsames Sinnbild. Aber auf dem Morion-Familienwappen wird ein Einhorn dargestellt. Außerdem steht diese altertümliche Rune für das Wort Jagd. Vielleicht sollten wir uns im Trophäenzimmer umsehen, in dem sich die gesamte Jagdausrüstung seit der Gründungszeit des Schlosses befindet. Okay. Tut mir leid, aber ich glaube, es ist so viel Gerümpel in diesem Zimmer. Es ist absolut unmöglich, hier etwas zu finden. Ich kann in einer solchen Unordnung nicht arbeiten. Wir sollten zuerst das Gerümpel wegräumen, bevor wir uns auf die Suche machen. Na gut, also los. Oh. Oh. Alter. Kann man so ein Jagdzimmer so zumüllen? Mal schauen, ob ich hier alles oben schon habe. So, jetzt wird es wieder schwieriger. Tobos gehört hier rein, alles klar, Buch auch. Aber das Nudelholz nicht. Zwei Gegenstände können hier noch nicht rein. Da der Apfel, der sich da hinten versteckt. Und noch irgendwas. Was gehört denn hier noch nicht rein? Also der Ziegenkopf auf jeden Fall, das und das auch. Das hier auch, die Armbrust auch, das Gemälde kann da reinpassen. Das Gewehr hier auch, das hier auch. Dessen Jagdhut, der gehört hier rein, die Truhe. Ah, in der Truhe können wir noch was finden. Ihr habt es so mit euren Zahnradrätseln, wa? Und natürlich muss ich jetzt alle verwenden, damit ich das hier aufkriege.
Was macht dann das hier oben für einen Sinn? Müssen alle wahrscheinlich verwendet werden. Vermute ich mal. Hast geschafft. In dem nun aufgeräumten Zimmer können wir uns an die Arbeit machen. Hilfe, mein Mann wurde im Keller eingesperrt. Wie ist das passiert? Er dachte, dass die wichtigsten Dinge würden wohl unterirdisch aufbewahrt werden. Deshalb ist er mit einer Spitzhacke in den Keller gegangen. Als ich nach unten ging, nach ihm zu sehen, habe ich gegen die Tür geschlagen hören. Er ist eingesperrt. Wo ist der Inspektor? Ist es seine Aufgabe, sich um solche Dinge zu kümmern? Er hat nach dem Butler gesucht. Jetzt ist er auch verschwunden. Keine Panik, der Butler muss Schlüssel zu allen Türen haben. Wissen Sie, wo sich sein Zimmer befindet? Ja, das weiß ich ganz genau. Folgen Sie mir. Okay, ich will aber hier im Trophäenzimmer weitermachen. Eigentlich, am besten ist es wohl, wenn wir uns alle Trophäen genau betrachten. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Alle Trophäen. Globus. Kehrschaufel, Gewehr, Holzsäule, Holzsäule. Was meine ich mit einer Holzsäule? Kann ja nur die gemeint sein. Oder die hier. Okay. Geweih. Ausgestopfte Ente. Holzeule. Pistolen. Ich weiß schon, ich bin gemein. Eigentlich sollte ich den Typen helfen, der sich im Keller eingesperrt hat. Aber sehe ich nicht ein bei so einer eingebildeten Einstellung. Kann ja noch ein bisschen weiter im Keller warten. Messer. Wo ist denn hier ein Messer? Ein Messer. Ach, hier ist auch was ein. Dieses Minispiel wieder. Ich muss ja sagen, ich liebe so alte Wimmelbildspiele. Wenn sie noch auf dem PC dann funktionieren, ist das einfach herrlich. Ich hatte schon, sagen wir so, ich hatte schon so eine CD mit so einem Bündel. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Da hat es OBS überhaupt nicht angenommen. Was ich sehr schade finde. Und extra dafür jetzt einen alten PC zu kaufen und dann, dass man es irgendwie aufnehmen kann. Ne. Das wäre mir viel zu viel Arbeit. Und dafür gebe ich mein Geld nicht aus.
Ach ja. Ah, das, also, ich find's richtig chillig, das Minigame hier. Also gewusst, dass das Messer hier irgendwo ist. Was? Knochengerüst? Gewehr. Noch ein Gewehr. Ein Lemur, der ist hier. Pulverflasche. Geschafft, ein Stück altes Pergament in einer der Trophäen. Oh nein, es ist auseinandergefallen, als ich es berührt habe. Wir müssen es vorsichtig wieder zusammensetzen. Ja gut, dann machen wir das jetzt noch. Es ist ein bisschen schwer, die Teile zu finden, wenn die alle so auf einen Haufen sind. Na komm. Pixel genau, wa? So, meine Lieben, aber ich bleibe jetzt mal hier vorm Haus stehen und sage mal bis zum nächsten Mal bei Mystery of the Unicorn Castle 1.